Während Michael Wendler seinen Gerichtstermin in Deutschland schwänzt, hält seine Gattin Laura Müller ihre nackte Kehrseite in die Kamera. Alles nur ein Ablenkungsmanöver? Michael Wendler steht das Wasser bis zum Hals. Nachdem er am Dienstag zum wiederholten Male nicht vor Gericht erschienen ist, wurde ein Haftbefehl gegen den Sänger erlassen. Diese ist so lange gültig, bis er seiner Ladung nachkommt. Sollte er nicht aus freien Stücken zurück nach Deutschland reisen, könnte auch eine Abschiebung angeordnet werden. Somit ist sein Verbleib in den USA alles andere als sicher. Und Ehefrau Laura, die lässt sich von den ganzen Negativschlagzeilen nicht aus der Ruhe bringen und spult ihr übliches Programm auf Social Media ab. Diesmal wird allerdings nicht nur Familienhund Tiger fleißig in die Kamera gehalten. Die Influencerin gewährt ihren Follower seit langem mal wieder einen Blick auf ihren Körper. Um sich abzukühlen, wagt die 20-Jährige den Sprung ins kühle Nass und hat dabei offenbar glatt vergessen, einen Bikini anzuziehen. Dass sie mit Nacktheit offenbar kein Problem hat, bewies die damals 19-Jährige bereits mit ihren Playboy-Fotos. Geldprobleme, keine Kooperationspartner und jetzt auch noch der Haftbefehl gegen den Wendler. All das lässt Laura dagegen wie immer unkommentiert.